Schönen guten, mein Lieben, sind wir hier wieder mit einer Runde. Der Longtag, Wintermute. Ach so, es war ja schlechtes Wetter. Wieso habe ich denn hier Zustand nicht? Was? Was? Wie? Warum? Aha, was kaputt? Ich habe, draußen ist es Arsch. Das ging deswegen. Tue ich noch mal ein Stündchen Haier machen vielleicht. Das wäre doch was, oder? Oder haben wir jetzt dadurch, dass wir mit dem gesprochen haben, schon wieder irgendwas ausgelöst, was wir nicht auslösen hätten wollen? Könnte ja auch sein. Weiß man nicht, ne? Dass es jetzt andauernd stürmt oder so. Weil die Welt untergeht und tralala. Wegen, es föhnt doch noch da draußen, oder? Oh, das war ein bisschen schnell. Das oder nicht? Alles super, alles gut, alles wundergut. Ich freue mich sehr, dass ich hier gekommen bin. Wir laufen los. Hole, hole. Wir wollen ja unbedingt diesen verdummten... Diesen Wolf hier sind wir umgegangen letztes Mal. Das heißt, der könnte da sein. Sind wir umgangen? Ne, wir haben ihn weggeschossen. Wir wollten ihn wegschießen, wir haben aber nicht getroffen. Ne? Oder wie war es? Ja, ich glaube ja. Da haben wir unser letztes... Kügelchen dafür verbraucht, unsere letzte Patrone da, unsere... Halt! Alter, Stock. Ich kann... What the fuck? Blasen wir weg? Was bleibt uns übrig eigentlich? Also eigentlich könnten wir auch weg, aber... Mach gut, Kollege. So, wir wollten jetzt mal hier weiter. Wie schön. Ich habe noch sogar eine übrig. So, jetzt ist es aber vorbei. Jetzt müssen wir echt, also... das wird eng, ne? Vielleicht sollten wir da auch mal ein bisschen was liegen lassen. Was haben wir hier gemacht? Wenn du mich hier verarschen willst, wieso liegt da eine Patrone? Wo kommt denn die her? Liegt die schon die ganze Zeit da? Oder bin ich da immer noch vorbeigestratzt? Ich bin der Schnapfe. Oh nein. Es ist nicht übermäßig kalt, es ist eigentlich okay. Ich meine, wir wollen ja diesen verdummten Bunker finden, ne? Und deswegen bin ich immer noch am Aufnehmen. Jawohl, ich wiederhole, ich habe nicht Tage Pause gemacht. Und schon gar nicht am Wochenende. Es ist immer noch Freitag und ich lade, die Folge lädt immer noch hoch. Wir sind gerade bei 40% oder so, glaube ich. Irgendwie sowas war das. Also überlege ich mal, ne? Ich habe jetzt, warte mal. Ich sehe es nicht. Scheiße. 1, 2, 3. Das ist die vierte Folge, die ich aufnehme. Das heißt, wir sind schon eine Stunde am Hochladen ungefähr, wenn wir so 20 Minuten eingehalten haben. Ah, ne, da müssen wir noch einmal. Was? Was fehlt denn da? Um 80 Minuten. Das war hier 6, 8, ja, richtig. Alles klar. Ich muss meine Taschen rechnen. Also, weiß Bescheid. 80 Minuten, wir sind immer noch am Hochladen. Gerade mal bei. 40% waren es, glaube ich. Irgendwie 38 oder so. Keine Ahnung. Irgendwie sowas, ne? Man achtet da irgendwann nicht mehr so drauf. Dann lässt das einfach laden und fertig. So, wir hatten ja noch einen Auftrag gekriegt von unserem guten Kollegen. Das war ja abzusehen. Also eigentlich war es ja klar, weißt du, dass man so kurz vorm Ende oder dann du denkst, du bist jetzt so am Ende und dann sagt der, nö. Noch einmal hinten rum bitte, damit wir von vorne nochmal durchziehen können. Eigentlich war es abzusehen. Also es ist wirklich ja so scheißen oft so. In solchen, in allen, in vielen Spielen. Meistens jedoch in Rollenspielen. Wo du nochmal 50 Jahre lang laufen musst irgendwo hin, weil du hast eine Quest abgegeben oder du denkst, du gehst jetzt dahin und gibst die Quest ab und dann ist alles klar. Und dann sagt er zu dir, ja warte mal, also da fällt mir noch ein. Ich hatte ja damals... Ne? Verstehst, was ich meine. Und genau das passiert hier halt auch. Andauernd. Das ist sehr, sehr unbefriedigend. You know. So, warte mal. Wir sind jetzt hier auf der Map drauf. Wir gehen jetzt gerade hier so lang und dann kommen wir hier hinten an und dann sind wir schon da. Himmel, dein Arsch. Weißt du? Ja. Dein auch. Also warte mal, ich war ja... Oh, wir wollen so randammöglich
Ich sag mal so. Wir wollen so weit wie möglich am Rand hier uns vergnügen. Damit wir möglichst da das Reh liegen lassen. Zum Beispiel. Aber wenn da ein Reh liegt, ne, dann... Wir haben noch einen Schuss für die hier. Den nehmen wir auch. Den nehmen wir auch voll in Gebrauch. Würde ich sagen. Ich, das ist echt am Rand da, also da mitten auf dem Weg. Ich meine, weißt du, ist das wirklich original? War das wirklich, ist das wirklich immer so? Hat diese Patronen schon jemand gefunden? Weißt du, es ist so eine schöne Zeit gerade, ne? Es ist so, also, ja, was heißt, ich bin eigentlich nicht so, ich verstehe gar nicht, was mit mir los ist. Es muss das Alter sein oder so. Oder es liegt daran, dass ich wirklich schon lange... Ich will mal eben gucken, was das für Dinger sind. Dass ich wirklich schon lange... Sind das Birken? Ehrlich wahr? Also wenn das so ein Birkenschössling ist, dann würde ich ihn glatt mitnehmen. Weißt du warum? Weil wir die noch nicht hatten. Wir haben bisher nur Ahorn-Dinger. Ahorns. Wir nehmen mal zwei mit. Und dann gehen wir weiter. Zu Biberen. Oh, mein Kaffee ist fertig. Was, ja? Vielleicht. Also ich habe dann, ich weiß, ich bevorzuge ja echten Kaffee eigentlich. Ne? Also ich mag, also was heißt, ich mag nicht, aber ich. Ich mag schon, aber es ist mir nicht so. Also ich finde ja diesen ganz normalen Kaffee einfach viel besser als diese, naja, nennen wir es mal neumodische Scheiße da. Wurde ständig irgendwie, hier liegt ja überall alles rum. Nimmst du dir jetzt mal diese alte dreckige Orangenlimo? Was war ich am Quatschen? Diesen Kaffee halt, ne? Diesen normalen Kaffee, den sie da so in der Kaffeemaschine und dann, ja, lass laufen. Den habe ich eigentlich am liebsten, ne? Und den benutze ich auch immer noch. Also ich habe jetzt nicht so neumodischen Krams, sag ich mal, ja, neumodisch und so. Ich meine, alle Welt läuft nur noch diesen Kaffee aus der Dose. Sag ich mal. Ich finde das irgendwie doof, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Ich koche mir lieber 5 Tassen auf einmal und habe dann Zeit. Trinken, schön Kaffee trinken, in Ruhe, gebrüht. Also ja, also wirklich gebrüht ist er ja nicht, aber gekocht halt und in der Kaffeemaschine. Und dann ist gut, ne? Ne? Deswegen, also ich trinke das einfach lieber. Irgendwie. Ich meine, klar, wenn du dann irgendwie... Also man muss sich schon die Zeit dafür nehmen, also ein bisschen auch, weil du machst ja nicht 5 Tassen und schüttest dann 3 weg, ne? Weil dann irgendwas dazwischen oder daneben kommt. Genau. Das ist halt das Ding an der Geschichte, ne? Deswegen, glaube ich, trinken viele jetzt dieses aus der Dose da. Da können sie sich eben schnell eine Tasse machen, so eben schnell eine Tasse. Weißt du, wie ich meine? Hast du es gemerkt? So. Und das ist einfach nicht so wirklich toll. Finde ich nicht gut, nein. Kaffee trinken muss auch ein bisschen Entspannung sein, sonst das ist schön. Ja, das mag ich. Wenn man sich Zeit nimmt. Ein bisschen, wenigstens. Du kannst ja auch 3 Tassen kochen und schützt nur eine weg. Verstehst du? Nein, du musst ja gar nichts wegschütten, ne? Mache ich auch äußerst selten. Also ich ziehe das dann durch und dann ist gut. Vielleicht gebe ich mal eine Tasse weg, ja. Okay. Wenn ich dann absolut keinen Bock mehr auf Kaffee habe, wenn ich dann schon 3 getrunken habe oder 5, keine Ahnung. Dann schüttel ich auch schon mal was weg. Aber dann habe ich ja wirklich keinen Bock mehr drauf, verstehst du? Dann habe ich es voll und ganz ausgekostet. Sozusagen. Oh, hier ist ein Speichervorgang. Ich habe Angst. Das sind 10 Minuten rum, ja, ungefähr. Also, theoretisch speichert er alle 10 Minuten. Das ist okay. Da könnten wir mit leben. Könnten sie auch damit leben. Also hier muss jetzt mal irgendwo einer kommen, bitte. Ich sehe aber auch nichts. Ich latsche aber auch nur hier lang, weißt du? Aber es kann ja wieder überall sein, ne?
Aber wir halten uns hier schön am Rand, also theoretisch müssten wir drüber stolpern. Can't feel my hands. Das ist mein Dings hier. Hab ich die? Hab ich. Das ist so meine Hoffnung, sag ich mal, dass wir darüber stolpern, weil sonst finden wir es nicht. Denn es gibt ja wieder wenig Anhaltspunkte. Und hier gibt es wieder so verdrahtete Verzweigungen. Wo es dann auch durchaus hätte sein wollen, weil ich weiß ja wieder nicht, wo ich bin, aber ich glaube nicht, dass wir schon hier sind. Ne? Ich glaube, wir sind da. Da gehe ich jetzt mal schwer von aus, dass wir da sind. Ah! Kommst du hier? Also bitte, ja. Also ja, ich wollte eigentlich mal irgendwas erzählen von wegen, dass ich im Moment so das Gefühl habe, ich müsste irgendwie gerne auf den Weihnachtsmarkt gehen. Weil ich das irgendwie ganz nett finden würde, glaube ich, im Moment. Komisch, ne? Also eigentlich, wie gesagt, bin ich hier nicht so. Ich habe das eigentlich nicht so gerne sogar. Auch so Kirmes und so. Bin ich nicht wirklich gerne unterwegs. Auf der Kirmes oder sowas, da sind einfach zu viele Menschen und zu viele Geschreie und Nerven und Gelaute und weiß ich nicht. Aber auf so einem Weihnachtsmarkt, so einen ruhigen, schönen, irgendwo da mal durch die Straßen zu latschen. Also es gibt jetzt hier nicht in meiner Ecke jetzt nicht so riesengroße Weihnachtsmärkte. Klar gibt es sie auch, aber du musst einen Moment fahren, ne? Also irgendwie eine Dreiviertelstunde in Dortmund oder so. Dann hast du auch schon mal was Größeres. Das ist nicht das Ding. Aber was hier gibt es auch so ein paar schöne kleine in der Stadt so. Also jetzt auch mal hier bei uns, da stehen dann vielleicht drei Buden oder so, da hätte ich keinen Bock drauf, aber es gibt ein paar wirklich schöne, nette kleine Weihnachtsmärkte hier in der Gegend. Und da hätte ich tatsächlich einfach mal Lust, so ein bisschen darüber zu laufen. Du spinnst doch! Brrr. Starke Prellung. Das macht mir nichts. Das macht mir überhaupt gar nichts. Eine starke Prellung. Da wechselt dann nochmal die Kurve. Hast du das gesehen? Dieser kleine Drag sagt keine Leiden. Alles gut. Dann können wir ja jetzt hier weitergehen. Da hätte ich doch gerade im Moment irgendwie Lust zu. Nur dummerweise habe ich... Ich habe aber keinen Bock alleine zu latschen. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas wollt, aber keinen Bock drauf habt, alleine dahin zu gehen und dann... Also es gibt halt so Sachen. Solche Sachen würde ich halt nicht alleine machen, weil irgendwie doof, finde ich. Ich hätte keinen Bock, jetzt alleine über den Weihnachtsmarkt zu latschen. Klar, möglicherweise triffst du jemanden, aber das ist dann auch nicht so, weil sie sind ja dann auch mit jemandem irgendwie unterwegs oder so wahrscheinlich. Verstehst du? Deswegen, also das macht mir... Das ist nicht schön. So, da fehlt es dann. Da fehlt es dann einfach. Da fehlt es dann jemand. Und ja, Freunde weiß ich nicht. Also ja, die weiß nicht, ob die da Bock drauf hätten. Ne? Also nicht so wirklich. Weißt du, das ist halt kacke dann. Ne? Da ist schon ein bisschen schade. Da wechselt er die Richtung, ne? Der kleine Drecksack, ey. So, ich suche und suche, doch leider kann ich ihn nicht finden. Ich halte die Augen offen. Wo der Kollege Schwanz hingelaufen ist, weiß ich auch nicht. So, und hier müssen irgendwo, das sieht ja verdächtig aus, da könnte man noch einen Bunker einbauen. Aber ich weiß es nicht. Ach komm, oh, es ist arschkalt, ne? Vielleicht sollten wir mal Feuer machen. Genug Stöcke haben wir ja. Lucky Lucky, wo ist denn hier dieser verdammte... Bunker. Ist das Blut?
Das war blöd. This pack is getting too heavy to carry. Ah, ist okay, okay, okay. Wir haben einen Stück zu viel rum. Ey, wir sind schon wieder zurück, quasi. Wir sind schon wieder hier oben an der Bahnschiene, an der Bahnschiene, an der Bahnschiene, also hier. Oder? Aber warte mal, ich hätte mich doch vielleicht mal hier orientieren können. Aber ging das nicht so irgendwie nach hoch? Ich weiß es nicht mehr. Da steht doch irgendwo so ein Türmli. Wir müssen aber jetzt mal irgendwie speichern, glaube ich. Haben wir schon spät? Ja, das geht so. Wenn da schon die Schienen sind, dann... Dann sind wir zu weit. Ja. Theoretisch sind wir zu weit, ne? Also ja. Praktisch auch wahrscheinlich. Blöd geht's. Ich hab ja nicht geschossen. Okay. Ah, nicht getroffen. Okay, wir sind also hier. Also das ist also tatsächlich so, dass wir hier falsch sind. Wir hätten da oben hochgemusst. Da wo es hochging, hätten wir auch hochgemusst, ne? Das wäre ganz gut gewesen, ne? Welche Folge ist denn das? 93? Oder 94? Weiß nicht. Na, kommst du mit, ey? Auf mein Abenteuer, bitte. Ja, wir sollten auch gleich mal eben Haier machen. Also, beziehungsweise nicht. Also, ne, es wird ja schon wieder wärmer. Also, wir können eigentlich latschen bis umfallen. Da oben liegt der Kollege. Oder ist er noch am Schlafen? Wir gehen das Risiko ein. Vielleicht machen wir da ein Feuerchen und essen was. Von diesem wunderbaren Wolfsfleisch. Würdest du bitte, danke. Ja, dann machen wir hier ein Feuer. Das bietet sich doch gerade an. Dann haben wir was zu futtern, haben ein Feuer. Und alles wird gut. Rien, da war blü. Mach mal hier, komm, wir haben noch so viel Zeit. Ne, das war der falsche. Da will ich hin. Hier an dem Berg können wir wahrscheinlich gar kein Feuer machen, wa? Crazy fucking shit. Wir können hier kein Feuer machen. Was ist denn das jetzt? Okay, wir brauchen auch kein Feuer. Wir nehmen das alte Sackfleisch mit hier. Oh, ich habe nicht mehr geguckt, wie lange es dauert, aber... Aber läuft. Naja, wir haben das Fleisch. Das ist ja Hauptsache. Ein Feuerchen kriegen wir irgendwo hin. Das ist kein Problem. Das machen wir schon, ne? Heute? Hier? Jetzt? Oder was? Guck mal, ein Tacho. Nee, oder? Es ist gerade so schön alles. Es ist gerade so warm und... weißt du? Fragen über Fragen. Ja, wir haben Hunger. Mhm. I know what. Ich mache mal eben eine Pause. Wir machen eben Pause und dann gehen wir auch weiter. Ich will ja jetzt hier fertig. Also es sind bestimmt noch 5-3. Ja, sicher. 12 Folgen. Also ich will den Aufgang jetzt hier nicht verpassen, sonst... Er könnte hier sein. Ist aber nicht. Nein, nein, ist er nicht. Tatsächlich, es ist immer 10 Minuten weiter. Ding dong. Na, hier ist er auch nicht. Also alles klar. Wir können mal irgendwie unten gehen. Hier runter gehen.
hier unten gehen. Und ja, da wieder durch. Und dann ging es da hinten irgendwo hoch. Und da gehen wir hoch und dann muss es da, da irgendwo muss es sein. Also das könnte... Könnte gut werden. Jawohl. Es ist hier nicht windgeschützt. Was soll das? Ich habe nämlich überlegt, ob ich hier jetzt mich hinsetze. So, ich denke mal, da vorne geht's hoch. Alter, alter, alter. Wäre ich doch gleich da oben abgebogen, weißt du? Nee, ich denke, nö. Heute nicht, Johnny. Ah, ja. Gut, Knut. So, warte mal, hier müssen wir irgendwo hoch. Hier, ich glaube, hier geht's hoch, oder? Da. Ja, hier nicht, aber da. Dort. Ich glaube ja. Ich denke doch. Also, ich vermute. Wir könnten hier irgendwo rein. Hier war? Hier? Ehrlich? Hier sind wir dem Wolf begegnet und da können wir hoch und da ist das da. Das ist gut. So, ich will jetzt trotzdem eine Pause machen. Ich werde mal jetzt kurz Pause machen und dann mal kurz ein Feuer. Das mache ich hier während der Pause, oder? Also jetzt hier nicht. Hier geht es ja irgendwie nicht hoch. Oder da? Ging es hier hoch? Ich denke, ne. Wir probieren das nochmal eben und dann gucken wir mal. Doch. Nicht. Komm, Johnny, geh doch da hoch. Gehst du da hoch? Die, if I don't get some food soon. Du hast Food, du brauchst nur ein Feuer. Mein lieber Freund, hoffentlich hängen wir jetzt nicht fest irgendwie. Ach komm. Onkel Otto, mach doch. Ne, er macht das nicht. Wir können da nicht hoch. Ich werde hier jetzt pausieren, Freunde. Ich werde jetzt hier gucken, dass wir hier irgendwie... Vielleicht da lang. Es gibt wahrscheinlich einen einfacheren Weg. Sehr wahrscheinlich so. Alter, ich dachte, ich stürze. Beißen. Ich dachte, der wollte mich treten. Oh, nee, ich will den Weg. Da ist es da. Ja, da ist es. Da hinten ist es. Okay, alles klar. Ich habe mich verrannt. Ach komm, ey. Der stellt sich aber auch an wie ein Mädchen, du. Entschuldigung. Kurz geht. Hand müssen wir haben, sonst haben wir keine Hand. Und ohne Hand mache ich nichts. Ey, können wir auch da lang? Jetzt erzählen wir nichts von dünnem Eis. Dann kriege ich über die Krise. Moment. Einsamer Bach. Ich glaube, hier ist es. Das ist der einsame Bach, wo wir hier gerade durchgehen. Also müssen wir so rum und dann, ja. Ich gehe da nicht hoch. Wir gehen jetzt einen weiter hoch. Halt, ich mach Pause. 24 Minuten. Bis gleich, ne? Ciao.